Und damit Gude, Servus und Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Fernbus-Simulator mit dem Mannschaftsbus-DLC. So, wir stehen immer noch bei Frankfurt an der Ampel. Ich weiß gar nicht, ist das Auto jetzt an? Nö. Zündung starten, sagt er. Und Motor starten, sagt er. Bremse drücken dabei. So, jetzt weiß ich ja, warum ich das letzte Mal so wenig gehört habe. Ich hatte nämlich meinen Lautsprecher hier wieder, man hat auf volle Leistung. Ah, jetzt ja. Jetzt fährt er. So, auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Berlin. Eingekauft hatten wir ja die ganzen Snackereien, die die Jungs später brauchen. Und dann fahren wir jetzt zum Hotel, schlafen da eine Nacht schätzungsweise und dann holen wir die morgen vom Bahnhof ab. Ja, weil die Mannschaft will ja komischerweise nicht mit uns ins Stadion fahren. Warte mal, ich mache gerade noch mal hier kurz den Spiegel wieder an, weil ich habe das in der letzten Aufnahme nämlich gesehen. Also in der Aufnahme sieht das Spiel wesentlich besser aus, als während ich es spiele. Deswegen können wir auch den Spiegel wieder anmachen. So, den Rest lassen wir so, wie es ist. Genau. So, was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Wir schmeißen uns jetzt auf die Autobahn und mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Bis wir dann in der Hauptstadt ankommen. Hält der, der hält. So, und ich habe jetzt auch festgestellt, wir haben ja mehrere Dauermodi-Betriebe. Ich weiß gar nicht, in welchem wir fahren müssen. Hier unten, da ist D1, D2, DM, DS, D1, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, vielleicht hat das was damit zu tun, dass das Pad rüttelt. Ich, weil mein Joypad rüttelt ja immer noch. Ich habe das noch nicht abstellen können. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal einen Gang hoch. So, jetzt sind wir mal ganz oben. Und da fährt er auch gut. Okay. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Automatik nicht aus. Hab keine Ahnung, was da welche Einstellung bedeutet. D ist für mich Dauerbetrieb. Ich kenne nur die Automatik von Eurotruck Simulator. Und die ist hier eigentlich einfach zu bedienen. Aber die hier, da kann man die Gänge hoch und runter schalten. Irgendwie verstehe ich nicht so ganz. Ja, bei Eurotruck, da stelle ich meinen Schalthebel nach vorne, dann bin ich im Automatikbetrieb, stelle ihn in die Mitte, bin ich neutral und stelle ihn nach hinten, da bin ich im Rückwärtsgang. Aber hier geht das schon mal gar nicht mit der Belegung so wie bei Eurotruck. Da musst du das alles auf die Schaltwippen legen. Opa. So, und ich glaube, mit dem Bus darf man 120 fahren, ne? Soweit ich das weiß. Da müssen wir nicht 80 fahren, aber hier darf man eh nur 100, sehe ich gerade, okay. Unser Bus fährt 54. Warum fährt der nur 54? Sind wir im falschen Gang oder was? Oder geht's hier so bergauf oder... Ach Leute, jetzt gibt's auch noch eine Baustelle. Also mal Vorsicht walten lassen hier, ne? So, jetzt hat's Pad aufgehört zu vibrieren. Bei 40. Keine Ahnung warum. Alter, der ballert dem doch da gerade vorne drauf, oder nicht? Jetzt vibriert's wieder. Ich würde sagen, wir müssen mal ein bisschen hier in die linke Spur mit rein, ne? Obwohl, es passt so. Es passt, alles gut. Aber ich finde, die Grafik ist wirklich sehr flickerig. Dafür, dass sie episch ist. Also ich komme da nicht drüber weg. Episch, Alter. Aber es macht trotzdem unheimlich Spaß, ja? Das ist wieder das, was ich immer sage. Scheiß auf die Grafik, Spielspaß ist entscheidend. Die Pflanzen, die hier am Rand stehen, die erinnern mich total an Fallout. Nee, nicht an Fallout, an Far Cry, an die Far Cry-Serie. Die sehen aus wie diese Pflanzen, aus denen man sich Tränke brauen kann teilweise. Hier, diese lilane zum Beispiel, die gelbe. Die haben sie irgendwie von Far Cry geklaut. Kommt schon gut. So, wie fahren wir? 63, 80 dürfen wir. Ich trete mal das Gas durch. Mal gucken, ob wir in dem Gang... Ja, in dem Gang zieht er. Aber auch nur bis 70, oder was?
Ne, 75, okay. Also schnell will ich gar nicht fahren hier. Ah, Leute, das ist echt hardcore. Mit dem brummenden Pad die ganze Zeit, da ist ein Stau. Mit dem brummenden Pad die ganze Zeit auf dem Bein liegend. Was ist denn jetzt? Polizeikontrolle oder was? Ich fahre hier mal raus. Ich weiß doch nicht, ob wir das dürfen. Eigentlich nicht. Jetzt wird's eng, Leute. Hier wird's eng. Aber passt. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Aufprall war. Läuft. Also, wir haben 552 Kilometer vor uns, steht da. Aha. Ja, ich bezweifle, dass wir das dann in dieser Folge schaffen. Da werden wir wohl noch einen kleinen Zwischenstopp einlegen müssen auf einem Rastplatz oder so. Jetzt hat's Pad wieder aufgehört zu brummen. Mal gucken, wann es wieder anfängt. Jetzt fängt's wieder an. Also völliger Schwachsinn. Diese ganze Brummerei von diesem Pad macht überhaupt keinen Sinn. Egal, wir fahren weiter geradeaus. Gucken, ob das Autobahnleben hier irgendwie in irgendeiner Weise spannender ist als das bei Euro Truck. Im Moment sieht es nicht so aus. Wir fahren 81, 82. Jetzt habe ich mal wieder den Gang hochgeschaltet, da ist ja noch einer. Dem zieht der Bus nicht wirklich besser. 83, mehr bringt er jetzt hier nicht. Ich würde ja gern mal auf die Instrumente gucken, aber das ist ja echt krass hier, weil jetzt machst du so. Nee, das ist sogar falsch. Voll der Blindflug dann, ne? Ey, da kannst du echt nichts gucken, das ist unfassbar. Also das hätten sie ein bisschen besser lösen können, ganz ehrlich. Weil auf den Instrumenten, die ich jetzt hier so erkennen kann, kann ich ja auch nichts erkennen. Also der Flixbus ballert an uns vorbei, als gäbe es keinen Morgen. Das heißt, wir können auch schneller. Joa. Also wenn die Grafik ein kleines bisschen besser wäre, ja, würde ich dem Spiel 10 Punkte von 10 geben. Also bis jetzt, was ich bisher erlebe. Also ich bin noch bei 10 von 10, wenn die Grafik besser wäre. Aber im Moment, also dadurch gibt es 3 Punkte Abzug, Leute. Ja, 7 von 10. Wir sind bei 7 von 10, weil der Spielspaß bis jetzt also doch überwiegt. Bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn man die Leute trifft und so. Und ob man mit dem Budget übers Jahr auskommt. Und wie das alles so laufen wird. Da bin ich sehr gespannt. Was war das eben? Flickering. So, 520 Kilometer noch. Also wir kommen kaum vom Fleck. Das heißt, die Reise wird ewig dauern. Ja. Na gut, wir haben jetzt 10 Minuten, glaube ich, auf der Uhr. Wir fahren dann nochmal 20 und dann gucken wir, was passiert. Wie weit wir in 20 Minuten kommen. Weil ich habe vor, in diesem Let's Play die Folgen immer nur eine halbe Stunde lang zu machen. Und zwar konsequent. Nicht wie bei My Summer Car, wo es mal eine halbe und mal ein und eine Viertel war. Oder so, je nachdem, was halt so angelegen hat. Ich denke mal, hier kann man das hinkriegen, dass man konsequent eine halbe Stunde aufnimmt. Das sollten wir schaffen. So, apropos, ich muss gerade nochmal was checken. Alles gut. So. Weiter geradeaus oder was? Die epische Sichtweite lässt einen dann doch immer mal so ein bisschen was vermuten müssen. Seht ihr die Schilder? Kann man 0 lesen? 0, 0, 0, 0, 0. Jetzt wird's langsam was. Jetzt könnte man es lesen und da ist man schon vorbei. Okay, wir müssen... Ich habe mich jetzt zu sehr auf die Schilder konzentriert. Aber ist nichts passiert. Ja,
Also die Schilderlesbarkeit, und es war vorher nicht besser, ne? Also das hat jetzt nichts mit der ein bisschen schlechteren Grafikeinstellung zu tun, die wir haben, weil ich finde, es ist insgesamt so besser, als wenn alles auf episch steht. Aber das war auch so vorher so. Also wenn da irgendjemand eine Idee hat oder einen Tipp oder einen Trick oder so, wäre ich sehr dankbar. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie eine HD-Grafik-Mod oder weiß der Geier. Dann verlinkt mir die doch bitte. Weil so ist das auf Dauer auch ein bisschen kopfweherregend, habe ich so das Gefühl. Ja, also zumindest hier mit meiner Konfiguration, mit dem 46 Zoll Fernseher und ungefähr einem Abstand davon, also dazu von, naja, 1,20 Meter vielleicht. Ja, also ich sitze ziemlich nah an dem großen Fernseher und mit der Grafik ist das echt anstrengend. Bei anderen Spielen überhaupt kein Problem. Hier wirkt es doch irgendwie so, als würde ich durch eine schlechte VR-Brille gucken irgendwie. Das ist mitunter auch ein Grund, warum ich die Folgen gar nicht länger machen will als eine halbe Stunde. Mir reicht es hier, eine halbe Stunde zu fahren, dann habe ich, glaube ich, genug auch erstmal so, ja. So, kopftechnisch. Egal. Ich trinke erstmal ein Schlückchen Kaffee, weil jeder Bus- und LKW-Fahrer trinkt natürlich immer Kaffee, wisst ihr ja, bei mir sowieso. Wir müssen ja wach bleiben. Ich habe auch gelesen, dass die AI oder KI oder wie auch immer man sie nennt, die künstliche Intelligenz, ja dann KI auf Deutsch, ne, dass die wohl nicht so die hellste hier sei. Ja, einem gern noch mal die Vorfahrt nimmt oder einem auf der Autobahn schneidet oder so. Und ja, da müssen wir halt wirklich wachsam sein. Und mal gucken, kriege ich eigentlich das Licht hier an? Nee, kriege ich nicht. Scheibenwischer kriege ich auch nicht an. Okay, dann muss man irgendwie noch konfigurieren. Also schneller wie 80 will das Ding hier nicht wirklich, ne? Ganz ehrlich. Doch jetzt, man muss wirklich nur ganz durchdrehen. Sobald du ein bisschen, einen Millimeter nur vom Gas gehst. Alles klar, komm 90. Dann machen wir einen Tachometer rein. Wie heißt der? Tempomat? Jetzt ist er bei 88. Ich wollte ihn bei 90 haben. Aber gut. Vielleicht geht es gerade schon wieder ein bisschen bergauf, wie auch immer. Jo. Radio gibt's hier auch, lassen wir aus. Da laufen mir zu viele Lieder, die zu gefährlich sind. Von denen ich keine Ahnung habe, wie die auf YouTube reagieren, wenn die Lieder laufen. Deswegen lassen wir es komplett aus. Ich hoffe ja nicht, dass die Mannschaft dann Radio hören will und ich gezwungen bin, es anzumachen. Dass die dann sonst schlechte Laune kriegen, aber ich denke mal, die haben eh alle ihren eigenen Kopfhörer am Start. Und hören jeder ihr eigenes Ding. Also in echt ist es, glaube ich, so, ne? Dass die alle ihr eigenes Ding hören, wenn sie was hören. So, wir müssen hier rechts ab, laut Navi. Warum auch immer hier steht, wir sollen... Ach, 80 fahren. Ich dachte, die 80 in dem roten Kreis, die kam total spät. Ich dachte erst so, hä? Hier darf man doch gar nicht reinfahren. Und noch rechts, nach Erfurt. Okay. Wir haben immer noch 457 Kilometer auf der Uhr, Leute. So, und der LKW da vor uns ist jetzt auch aufgepoppt. Also ihr wisst, was ich meine, wenn ich mich über die Grafik hier aufrege, ne? Das ist ja eindeutig. Ich meine, klar, so Pop-Ups gibt es bei Eurotruck auch, aber naja, nicht so dolle irgendwie. Insgesamt sieht es besser aus. So, wir fahren hier rüber. 80 und 100 darf man hier fahren, je nachdem. Keine Ahnung, ob man LKW ist wahrscheinlich. Aha. Ja, geht doch. Ist nach der ganzen My Summer Car Aufregung irgendwie mal wieder ganz angenehm, sowas Gemütliches zu fahren. Und falls ihr es euch noch nicht angeguckt habt, Leute, seht rein bei My Summer Car. Ein ziemlich geiles Spiel und
ist auch jede Menge Content vorhanden, der noch kommt. Ich kann es nur empfehlen. Zumal es von mir ist. Ja. So, also. Wo sind wir denn? Immer noch 443 Kilometer. Meine Güte, das zieht sich ja hier wie Kaugummi in der Sonne. Wir machen wieder unseren Tempomaten auf die 90, komm. Ich will schneller sein als die LKW. Kann ja nicht sein, dass wir langsamer sind als die LKW. Ich glaube echt, mit dem Bus darf man 120 fahren. Oder dürfen die nur 100? Ja, hier darf man insgesamt nur 100, von daher. So, komm, fahr rüber, dann fahren wir rüber und dann spatzen wir diesen LKW da. So, 85. Ich meine, wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit ohne Ende. Ist ja nicht so, dass wir hier in Zeitdruck wären. Können wir mal auf die Uhr gucken. Achso, dann geht gleich Pause. Achso, ja, aber ja, es ist 20 nach 10. 20 nach 10, man kann also nicht während der Fahrt aufs Handy gucken, geht nicht. Dann drückt man automatisch Pause. So, mein Freund, du wirst gespatzt von Attila. Gespatzt von einem Adler. Adler auf dem Bus, nie mehr zweite Liga. Jo, Leute. Gestern ziemlich geil Schachtja Donetsk weggehauen in der Euroleague. Unsere Eintracht. Deswegen habe ich mir dann auch den Bus hier gekauft und mir dieses ganze Spiel und habe gesagt, so, jetzt muss ich losfahren für die Eintracht. Wir fahren jetzt die Eintracht durch Deutschland. Von Spiel zu Spiel. Dachte ich zumindest. Im Moment fahren wir ja einen leeren Bus. Aber wenn ich jetzt echt zu jedem Spiel immer leer hinballern muss und die nur durch die Stadt da kutschieren, das ist doch ätzend. Vor allem, das ist auch völlig unrealistisch, oder? Die fahren doch nicht mit dem Zug, Alter. Die haben hier einen voll geilen Luxusliner-Bus und sollen angeblich mit dem Zug da hinfahren. Ja, das regt mich immer noch total auf. Das regt mich auf sowas. Immer noch 410 Kilometer. Jetzt ist die Autobahn aber ganz schön leer geworden. Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu den Eurotruck-Autobahnen wirken die realistischer. Also, was die Auffahrten und Abfahrten und so angeht, ne? Das Auf- und Abfahrtssystem. Das ist hier eindeutig eher so wie hier im Land als ja, bei Eurotruck. Ich weiß nicht, wo die bei Eurotruck 2 da ihre Vorlagen herhaben für deutsche Autobahnen. Auf jeden Fall sind die zum Teil ja sehr merkwürdig. Die Auf- und die Abfahrten. Also gerade wenn sich so eine Spur abspaltet oder so, ne, wisst ihr ja. Das kommt mir hier insgesamt ein bisschen reeller vor. Was war das jetzt hier? Wir werden rechts überholt. Wieso werden wir rechts überholt? Fahren wir hier rüber. 60 nur noch. Also ein bisschen Motortuning oder so wäre ja auch nicht verkehrt, wa? Wie soll denn das erst werden, wenn der voll ist? Also mit Menschen. Wie krass. Fette Motorisierung wurde vergessen, oder was? Ja, Volvo. Ne, normal fahre ich ja in solchen Spielen, also in Eurotruck zumeist und in American Truck fahre ich ja nur Volvos eigentlich. Aber ich weiß gar nicht, gibt es Volvo-Busse? Da bin ich jetzt völlig überfragt. Zumindest hier nicht. Außerdem kaufe ich mir jetzt auch keine weiteren, weil wie gesagt, der hier ist ein DLC. Der Bus hier kostet 15 Euro. Nur der Bus? Und es gibt weitere, die halten auch wieder. Was wächst denn hier auf der Autobahn? Ach du Scheiße. Weitere, die auch Geld kosten. Ja. Und deswegen, also nee, wir haben jetzt den hier und wir fahren den. Ich finde den auch den schönsten eigentlich. Von allen Bussen, die ich bisher gesehen habe in dem Spiel, finde ich, ist das hier das Schönste. Also jetzt das Modell, ja, und ich meine, unserer ja sowieso. Ich mein, die Lackierung kannst du auf einen Sprinter kleben, dann ist der Schönste, scheißegal.
fahr mal wieder rüber, oder? Ist da einer? Nee. Ja. Nee, aber der Neoplan, den finde ich super. Die MAN-Busse, die gefallen mir ja mal so gar nicht. Ich bin auch kein großer MAN-Fan. Nö, bin ich nicht. Auch die LKWs, die haben mich voll abgeturnt, als ich die fahren musste. Ich musste die ja mal fahren für so eine Errungenschaft, den Eurotruck. Da, dass man jeden LKW so und so weit gefahren sein muss, also jede Marke. Und dann bin ich halt auch eine MAN mal gefahren, aber oh, das war eine Qual, Leute. Jetzt hacken die ganzen MAN-Fans wahrscheinlich auf mir rum. Tut mir leid. Ist ja in Ordnung. Aber ich meine, ich mag halt die Volvos lieber. Aber gab jetzt hier nichts Volviges. Und deswegen fahren wir Neoplan. Ich weiß gar nicht, Neoplan, aus welchem Land kommt denn die Firma? Muss ich mich direkt mal informieren. Am Ende ist das auch was Schwedisches. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Also, kenne ich nur so von der Straße, aber keine Ahnung, wo die herkommen. Wer weiß. Aber ich werde mich das schlau googeln, Leute. Zur nächsten Folge weiß ich das, keine Frage. Woher Neoplan kommt. So, also das sieht jetzt eigentlich ganz gut aus, finde ich, ja. Die weite Optik da mit dem Autobahnschleifchen und alles, was da hinten so kommt. Das hat mir jetzt dann doch mal ganz gut gefallen. Allerdings, jetzt fängt es schon wieder an, so zu verschwimmen da hinten alles, ne? Also die Entfernung sieht ziemlich düselig aus. Man kann hier eigentlich nur so im Umkreis von 30 Metern richtig schön sehen. Wenn du weiter guckst, kriegst du Kopfweh. Egal, gucken wir auf das Heck von dem, der vor uns fährt, auch gut. Es war aber auch meine Brille, die wieder von dem Headset ans Ohr gedrückt wurde. Langsam. Leute, langsam, langsam. Geht der in die Eisen. Oh. Also immer noch 350 Kilometer und in 6 Minuten schätzungsweise ist unsere Folge zu Ende. Ja, 8 Minuten haben wir noch. 8 Minuten haben wir noch. Gucken, dass wir dann einen Parkplatz finden. So mitten auf der Autobahn anhalten, wäre ja auch blöd. Oder am Randstreifen. Aber egal, zur Not machen wir auch das. Zur Not tun wir auch das. So, der kommt schon mal aus Erfurt. Oh, da drüben fährt die Polizei. Hab ich auch gehört, hier soll es Polizeikontrollen auch geben. Hoppla. Wieder so ein komischer Clipping-Fehler. Das ist irgendwie da, wo die Karten, die Map-Teile aneinander gesteckt sind, sage ich jetzt mal so. Da klippt's dann immer ganz doll. Für einen kurzen Augenblick. Ja. Aber der Grund, warum ich mir das Spiel ja gekauft habe, ist ja, ich wollte ja schon immer mal Bus fahren. Also gerade in Eurotruck-Simulator oder American, da gibt's ja irgendwo Bus-Mods. Genau, im American Truck war das. Da kannst du dann mit Bussen angeblich in der Mexiko-Mod und da gibt es auch Bushaltestellen, die habe ich alle gesehen und alles. Aber immer wenn ich mir einen Bus runtergeladen habe, also als Mod, als das Fahrzeug, dann ist mir das Spiel abgestürzt oder hat nicht mehr geladen. Oder deswegen habe ich es nie auf die Reihe gekriegt, da Bus zu fahren und deswegen, ich wollte immer mal Bus fahren. Und jetzt habe ich mich umgeschaut und habe die verschiedensten Busspiele mir angeguckt. Auch so die Reviews der Nutzer und so. Und dann standen zur Wahl das hier. OMSI 2. Und Bus Simulator 18. Oder 16. Ja, das ist dasselbe Spiel, halt nur ein bisschen aufgepeppt. So. Die vier standen zur Wahl. Und letztendlich ist es dann das hier geworden, weil ich diesen DLC halt noch dazu gefunden habe. Diesen Mannschafts- DLC und diesen Bus hier. Und dann habe ich mir gesagt, alles klar, das ist es. Wir fahren die Eintracht, das finde ich super. Und deswegen ist es dann dieses Spiel geworden, wobei OMSI 2 hätte ich, glaube ich, auch noch ganz gerne. Ja. Und der Knaller ist ja, Leute, der absolute Knaller, weil wie gesagt, ich hatte ja von meiner Familie so ein bisschen Guthaben, Steam-Guthaben und Elektronikmarkt-Gutscheine. Und da habe ich mich halt so ein bisschen umgeguckt bei Steam, was man so kaufen kann. Und unter anderem ist mein Interesse
auf den Train-Simulator 19 gefallen, ja, weil man damit auch U5 fahren kann. Also unsere Frankfurter U-Bahn und auch die U7, die hier direkt bei mir quasi vor die Tür fährt. Also, ja, die hätte ich dann fahren können. Und in keinem anderen Computerspiel kann man quasi so nah an meine Wohnung heranfahren wie da. Und deswegen, ich wollte unbedingt mit euch zusammen U5 oder beziehungsweise U7 fahren. Aber das ist auch voll teuer, das Spiel. Da kostet das Grundspiel allein schon 40 Euro und bis du dann den DLC noch hast, mit dem, der dann Voraussetzung ist dafür, dass die U-Bahn-Mod läuft und ach ey, nee, das hätte mehr Kosten verursacht, als wie ich Gutscheine hatte. Und dann habe ich mir überhaupt mal so die Gesamt-DLC-Kosten von diesem Spiel angeguckt, also von Train Simulator 19. Und Leute, jetzt haltet euch fest, wenn ihr das komplette Spiel Train Simulator 19 mit allen DLCs, die es gibt, wollt, ja, dann habt ihr einen Warenkorbwert von 6.900 und ein paar zerquetschten Euros. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ja, das teuerste Spiel aller Zeiten, Leute. Train Simulator 19. Unfassbar. Das ist unfucking fassbar, ist das. Da ist mir die Kinnlade stehen geblieben, unten am Boden, als ich das gelesen habe. Geil. 6.953 Euro oder nee, wie war das? 6.980,53 Euro oder irgendwie sowas. Die 53 Cent vor allem noch hinten dran, die fand ich am besten. Die müssen sein dann. Ja, da gibt es dann auch keinen Rabatt. Nee, nee. Ja. Muss schon den vollen Preis bezahlen. Aber geiler. Das ist echt Hammer. Ich dachte, so Spiele wie iRacing oder so wären teuer, ja. Aber nein. Nein, nein, nein. Train-Simulator, Leute. Unfassbar. Okay, aber jetzt mal zurück zu Fernbus-Simulator. Wir sind immer noch auf der Autobahn. Wir haben immer noch 285 Kilometer vor uns und müssen jetzt dringend einen Parkplatz finden. Da uns die Aufnahmezeit abhanden kommt. Cinche 1984. Good Oil. Aha. So, wir können weiter auf der A4 fahren. Ne, wir müssen hier runter. Das ist doch schon mal etwas. Dann fahren wir hier die Ausfahrt raus. Vielleicht gibt es da sowas wie eine Nothaltebucht, die wir nutzen können. Wir sollen noch eine weiter. Jo. Ne, nach München wollen wir nicht. Das ist richtig. Jo, Leute. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wie und ob wir dann in Berlin ankommen und was wir da machen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Und zwar halte ich jetzt genau hier in der Abfahrt an und sage, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.